Müssen wir nur mal gucken. 4 Fabriken bitte. Oh, und Strom bitte. Wo sind Pfosten? Das sind falsche Pfosten. Neue Pfosten. So. 4 Fabriken. Wie viel brauchen wir jetzt da an Input? Wir hätten gerne zuerst Fast Inserter. Die brauchen normale Inserter, Iron Plates und Electronic Circuits. Alles kein Problem. Das sind 3 Input-Dinger. Was ist mit den Smart? Die brauchen einen Fast und auch die Electronic Circuits. Ist soweit ein halbes Problem. Dass es die Circuits braucht, ist gut, weil die brauchen die Fast ja auch. Das heißt, wir sind immer noch bei 3 Input-Sachen. Aber wir haben ein Output, das dann gleichzeitig wieder Input ist. Also die Fast-Inserter werden halt produziert und werden gleich wieder rausgenommen. Müsste man trotzdem über 2 Fließbänder hinbekommen. Ja. Ja, okay. Damit fangen wir einfach jetzt schon an. Ich wollte eigentlich schon längst vor einer halben Stunde Kaffeepause machen, aber wir haben viel zu tun. Und wenn ich damit jetzt nicht anfange, dann vergisst der Geo in der Zukunft das wieder und dann ist wieder alles durcheinander und das ist so schon durcheinander genug. Also, blauer Inserter, grüner Inserter, grüner Inserter. Kisten. Hm, hier ist das Innere. Da kommt eine Kiste hin. Die das darauf legt. Ne, warte. Da kommt eine Kiste hin, hier kommt ein Inserter hin, da kommt ein Fließband hin. Da kommt einer hin, der legt es dann darauf, dass für das äußere Innere. Aha, okay. Es geht langsam. Ich merke mir langsam, wie das funktioniert. Das ist schön, weil dadurch geht es schneller. Du nimmst mit einem Smart Inserter. Bin mir echt sicher, wir hatten das schon mal. Ach nee, wir hatten die Smart Inserter nur hier. Dass der Smart Inserter Arm die Smart Inserter aus dem Ding rausnimmt. Deswegen fällt mir das mal wieder ein. Ah, okay. Also, Smart Inserter, du nimmst bitte da draus, legst es da raus, du nimmst es da raus, legst es da rauf. Du hättest gerne hier Chips. Du hättest gerne hier Eisenplatten. So. Die legst du da drauf. Damit ist das innere Fließband schon mal fertig. Äußeres Fließband. Darum, darum. Äußeres Fließband legt hier was drauf. Ah, Eisenzahnräder fehlen. Das machen wir gleich. Zahnräder. Zahnräder. Hier. Ein paar Zahnräder. Na, kommt alle mit. Unterwegs mehr Fließbänder bauen. Oh, wir haben keinen Platz für die Fließbänder. Da reinlegen. So, Fließbänder, Fließbänder, Fließbänder. Smart Inserter liegt da drauf. Das digitiert. Nein, das verbindet sich damit, damit, damit. Wir hatten es vor kurzem schon mal. Wenn ein Inserter aus einer Kiste auf ein von sich wegführendes Fließband legt, legt es immer links. Ja. Das heißt, wir machen links die. Und rechts kommt hier ein Fließband lang. Das dann darauf führt. Und das ist dann außen. Also wir müssen nur auf dieses Fließband hier eine Sache. Oh. Hier also eine Kiste hin. Da ein Smarty. Warte mal, wir haben gar keine dritte Sache. Kleiner Denkfehler gerade. Die vierte Sache, das vierte Import, gut. So ähnlich wie wir es hier hatten. Das wird gar nicht in die Kisten gelegt. Das wird ja hier intern produziert. Das sind nämlich die da. Also gut, du nimmst bitte normale Inserter raus. Die da. Haben wir davon welche? Nö. Also wir brauchen Eisen, wir brauchen Chips, habe ich ein paar. Und wir müssen das ganze Ding noch zu Ende bauen.
Das wäre vielleicht auch ein wenig hilfreich, wenn das Ding schon mal im Kreis laufen würde. Kann ich gucken, wo Fehler sind und dergleichen. Und die Gegner machen mich ein wenig hibbelig. Also vor allem die eine Basis, die da einfach so aus dem Nichts aufgetaucht ist. Das ist nicht schön. Und das kann auch wesentlich schlimmer passieren. Also ich habe das schon Horrorgeschichten gehört von richtigen Riesenklumpen an Gegnerbasen. Also so ganz viele Spawner auf einem Haufen, die direkt vor einer Basis einfach so gespawnt sind. Das ist denn schon ein wenig garstig. Achso, und hier die Arme. Wo kommen die Arme hin? Auf das äußere Innere. Das heißt, wir könnten die Arme hier abgreifen und dann gleich darauf legen. Alles gut. Ich klau die mal hier. Du klaust bitte die fertigen grünen Arme. Eisenplatten und Inserter. Gut, 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 gut. Eisenplatten nicht. Inserter haben wir hier unten. Hoffentlich sind davon ein paar fertig. Ja, wirklich nur ein paar. 200 reichen erstmal. Eisenplatten? Achso, hier landet das ganze Eisen. Ich wollte schon sagen, wo ist unser Eisen hin? Und ich habe zu viel Zeug dabei. Vor allem Zahnräder. Hier, ein Zahnräder, wir brauchen Eisenplatten. Wir brauchen mehr Eisenplatten, wir brauchen mehr Eisenplatten. Da müssen wir auch noch verbessern. Es gibt so viel zu verbessern. Und ich denke mal, sobald ich die hellblauen Fließbänder bauen kann, werde ich auch damit alles wieder verschnörkeln wollen und dann noch schneller laufen lassen. Und es wird echt ein Problem. So, Eisenplatten, Inserter, gucken wir mal. Hat noch keine Ärmchen, soll auch noch gar keine Ärmchen haben. Ich will erstmal nur gucken, ob sich das einigermaßen gut füllt. Schau gut aus. Das heißt, wir setzen jetzt Ärmchen ran und haben dafür keine Chips. Haben gar keine Chips, ja. Chips. Da. Wow, ganz schön viele Chips. Und Eisenplatten wieder. Die klaue ich mir jetzt aber auch hier. So. Ich hätte gerne schnelle Ärmchen. Ich hätte gerne noch... Mal rote Ärmchen habe ich genug, die kann ich abbrechen. Schnelle Ärmchen, intelligente Ärmchen, schnelle Ärmchen. Mann, Mann, Mann. So. Du nimmst bitte raus. Fertige, legst sie nach... Ja, das geht nicht. Und da ist ein Problem. Da ist ein großes Problem sogar. Neustart. So, die müssen innen hin. Und die müssen auch innen bleiben. Da ist noch einer außen. Du kommst mal weg. So, beobachten. Läuft einmal rum. Okay, also die normalen Inserter bleiben immer drin. Die fertigen blauen Inserter kommen raus. Und die holen sich auch von außen welche rein. Und die holen sich von innen was rein. So, jetzt werden blaue Inserter produziert. Jetzt nehmen sich die hier von außen... von innen erstmal die Chips, von außen die blauen und legen dann die grünen auch nach außen. Woran hapert's? An Insertern. Da. Inserter rein, Chips rein. Gucken wir, da müssen gleich grüne Inserter rauskommen, dann ist alles gut. Rein, raus, rein, raus, rein, raus, rein, raus. Nö, ist alles soweit in Ordnung. Du arbeitest, machst blaue. Warum arbeitest du nicht? Achso, weil keine Chips da ankommen. Ja, das ist ein Problem. Wir müssen das jetzt umstellen. Du produzierst bitte keine blauen mehr. Du produzierst bitte grüne. Du produzierst bitte auch grüne. Und erst dann, wenn das einmal rum ist, dann produziert ihr blaue. Das heißt, sie kriegen jetzt zuallererst immer die grünen, die Chips, damit sie von außen die Inserter verbrauchen können, die blauen. Und dann erst kriegen die blauen das. Das heißt, nur wenn die hier nichts zu tun haben, kriegen die Chips ab. Dadurch werden wieder blaue produziert, wodurch die wieder was zu tun haben, wodurch die wieder keine Chips bekommen. Und ja, das macht Sinn.
Gut, 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 gut. Und die ersten Grünen kommen an. Sehr schön. Das heißt, jetzt hängt es nur noch daran, dass wir nicht genug Inserter haben. Aber die werden schon gleich hergestellt. Chips, sieht gut aus. Eisenplatten, sieht gut aus. Inserter kommen. Grüne Inserter landen auf dem falschen Fließband. Ja, die landen auf dem falschen Fließband. Das ist kein Problem. Das ist ein kurzfristiges Problem. Also ist es ja doch ein Problem, huh? Ist du da eingefangen? Okay. Wir machen hier ein... Wozu ist das Ganze hier außenrum? Bin gerade von mir selbst verwirrt. Also ja, hier kommen, hier landen die. Das hier brauchen wir alles gar nicht. Da fängt das erst an. Okay, das heißt, hier kommt jetzt ein Inserter. Der legt es da drauf. Und da kommen bitte nur grüne Ärmchen hin. Stimmt das soweit? Schaut gut aus. Innen Batterien, außen grüne Ärmchen. Ganz außen. Das ist das ganz äußere Band. Ah, ich war kurzfristig verwirrt. Also das hier ist das mittlere Band. Das da ist das äußere Band. Das sieht hier nämlich so fließend übergangstechnisch aus. Aber das ist halt Mitte, das da ist schon außen. Ich glaube, allein um die Verwirrung zu beheben, mache ich das Ganze nochmal so. Ja, so sieht es besser aus. In der Hinsicht zumindest. Also, blaue Tränke werden jetzt richtig schön produziert. Also, wir müssen nur dafür sorgen, dass die Kisten durchgehend Zeug haben. Eisen rein. Chips rein. So. Gib mir stinknormale Ärmchen. Da. Du brauchst... Hier habe ich nichts farblich markiert. Du brauchst einfach nur Chips, ne? Jo. Da rein wahrscheinlich. Gut. Gut. Chips. Chips müssten da jetzt eine Menge liegen. 300, 200, während wir oben geredet haben. Das ist auch okay. Mehr Chips hier rein. Mehr Ärmchen für uns. Ärmchen kommen oben hin. Alles ist gut. Sehr schön. Also, das Logistiksystem, was wir vor, ich glaube, es müssten jetzt 8 oder 9 Folgen gewesen sein, was wir jetzt angefangen haben zu erforschen, müsste jetzt nach und nach genug blaue Tränke bekommen. Warum sehe ich keine blauen Tränke nach unten wandern? Ah, da kommen sie. Das dauert aber ewig, bis die produziert werden. Ja, das dauert echt ewig. Also auch hier bräuchten wir mal wieder Speed-Upgrades. Dafür bräuchten wir grüne Chips. Mops ich mir hier mal ein paar. Ey, ey. Ach komm, wir gehen gleich richtig an die Quelle und holen es von da. Hier. Grüne Chips. Speed-Upgrades. 8 Stück. Okay. Okay, okay. Also wir haben es jetzt geschafft, nach 1,5 Stunden grüne, hellblaue Tränke einigermaßen zu automatisieren. Wir müssen halt nur mal hier nachfüllen. Und ja, ich weiß, das widerspricht der Definition von Automatisierung, aber für meine Verhältnisse ist das schon vollkommen okay. Das heißt, wir produzieren jetzt richtig schön viele blaue Tränke. Das wird zu Ende erforscht. Danach können wir nach und nach alle anderen Sachen erforschen mit hellblauen Tränken. Und dann passt das. Ja, ist schon richtig hier am Britzeln. Sehr gut. Das wird immer mehr Fahrt aufnehmen, dann passt das. Warum liegen hier Fässer rum? So. Du. 153 Ärmchen. Das ist doch super. Hoch, hoch, hoch. Hoch. Ärmchen. Mehr Ärmchen. Mehr Tränke. Sehr schön. Das heißt, jetzt mache ich meine wohlverdiente Kaffeepause. Und in den nächsten Folgen kümmern wir uns weiter um das Stromnetzwerk. Das habe ich ein bisschen außer Acht gelassen. Wir haben momentan eine tierische Überproduktion. Das ist okay. Und wir haben 185 Megajoule Vorrat. Ich hätte es gerne so, dass wir genug Vorrat haben,
Also dass die Solarzellen plus Steam genug Energie produzieren, dass nachts ohne die Solarzellen das hält. Selbst wenn die Steam-Sachen ausfallen. Zwischenzeitlich mal. Weil es passiert immer wieder, wie wir gesehen haben. Da werden wir noch einiges brauchen. Weil momentan produzieren die Solarzellen, wenn man das Tag und Nacht zusammenrechnet, also nur die Hälfte hiervon, also 1,3 Megawatt, da können wir gerade mal die Fabriken von laufen lassen. Wir bräuchten nochmal so viel für die Mining Drills, wir bräuchten nochmal so viel und ein bisschen mehr für die Furnace. Und dann haben wir noch Gedöns. Also wir brauchen viermal so viel, wie jetzt da ist. Und da fehlt uns noch ein bisschen was. Aber ja, das kriegen wir auf jeden Fall in den nächsten Folgen hin. Und dann Öl. Nämlich den Tank da und die Fabriken, die die Eimer entleeren, oder die Fässer entleeren mit dem Rohöl und den Tank packen, das alles ganz nach unten hin, dass es hier ungefähr auf der Höhe ist von der Erzschmelze, damit später unser Zugsystem hier das einigermaßen abladen kann. Wobei, ich laufe mal einen Ticken weiter runter, damit man es besser sehen kann. Wobei der Zug wahrscheinlich hier halten wird, dann wird das Öl hier hingebracht und die Erze werden dahin gebracht. Und dann rattert er wieder weg. Wohin auch immer. Wahrscheinlich wird der erste Stop hier unten sein, bei den ganzen Eisenvorräten und bei dem Riesenkupfervorrat. Haben wir irgendwo so... Ja, hier haben wir viel Erdöl und da haben wir viel Erdöl. Das wollten wir eh anzapfen da oben. Ich glaube, das hatten wir sogar schon angezapft. Ich bin nur die letzten 10 Folgen hingegangen. Das sollten wir uns auch nochmal angucken. Also ja, viel zu tun. Es macht immer noch irre Spaß. Es ist ein sehr geiles Spiel und wir haben noch nicht mal angefangen mit den Mods. Also das wird nochmal eine ganz andere Dose. Und da freue ich mich auch schon drauf. Aber das dauert noch. Da müssen wir erstmal Vanilla durchhaben, in Anführungszeichen. Und das dauert noch. Also, bis gleich.